Guten Abend. Soeben haben wir erfahren, dass der neue Formel 1 Rennstall Audi den siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher als Fahrer Nummer 1 verpflichtet hat. Fahrer Nummer 2 wird ein Newcomer Alf Puschen. Insgesamt ein neues Team in der Formel 1. 22 Fahrzeuge gehen in dieser Saison an den Start. Wir sind alle total heiß auf die neue Saison. Sie startet jetzt in Bahrain mit dem neuen Team Audi, mit Michael Schumacher, der jetzt wieder da ist. Das wird auf jeden Fall ein großartiges Jahr. Hey Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir starten rein in eine Einzelspielerkarriere. Und zwar wählen wir hier für die Schumacher-Audi-Comeback-Karriere natürlich eine MyTeam-Karriere. Damit wir auch einen Michael Schumacher verpflichten können, müssen wir Meisterschaftskandidat sein, denn da haben wir die 10 Millionen Budget. Ganz wichtig ist hier natürlich die MyTeam-Icon zu verwenden. Und jetzt geht es natürlich erstmal darum, einen Charakter auszuwählen. Ich hätte mir gehofft, dass man das Ganze so ein bisschen ändert, ähnlich wie in FIFA. Weil so finde ich das jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, einfach nicht toll. Man kann keine Bärte ändern, man kann die Frisur nicht ändern, man kann keine Sonnenbrillen hinzufügen. Ja, das finde ich halt alles nicht so super. Lassen wir das mal so. Herkunft nehmen wir Deutschland. Name, jetzt wird's creepy. Ich nehme Vorname Alf und Nachname Puschen. Und die drei Buchstaben sind einfach Alf. Haha, fertig. Audioname habe ich auch eine Idee. Das Ganze habe ich mir nämlich eben schon mal angeschaut. Und da wir hier ja den Michael Schumacher als Teamkollegen haben, bin ich einfach der Anfänger. Der Anfänger? Ja, genau so. Die Fahrernummer. Die 17 ist jetzt leider nicht mehr frei. Und würde ich jetzt wieder die 69 nehmen, würde ich sagen, okay, das ist mittlerweile ein bisschen langweilig. Ich würde mal sagen, ich nehme die 42. Kümmern wir uns zuerst einmal um das Aussehen deines Fahrers. Ja, jetzt wird's interessant. Kleidung. Oh, ich fange mal beim Anzug an. Ja, also wir haben natürlich jetzt nur hier diese 7 Stück, die wir dann so ein bisschen anpassen können. Ich habe mir so überlegt, die Farben von Audi sind auf jeden Fall Hauptfarbe schwarz, dann ein bisschen rot und ein bisschen weiß. Wenn man sich die Audi Rennsportabteilung mal so ein bisschen anschaut, dann dominiert die Farbe schwarz. Und kennt ihr noch die alte Werbung vom Quattro, wo er die Skischanze hochfährt? Der war rot. Deswegen habe ich mich da einfach für Zweitfarbe rot entschieden. Aber ich würde dann doch eher, das ist jetzt, also wir haben wahrscheinlich zu viel Rotanteil. Wir machen die Hauptfarbe mal schwarz. Dann machen wir die Zweitfarbe rot. Natürlich schön Sättigung und Luminanz hochziehen. Und dann haben wir als dritte Farbe nochmal so ein bisschen weiß. Das meinte ich eben. Also der Anzug ist jetzt auch nicht perfekt. Ich würde sonst diesen Anzug auch nochmal vom Farbschimmer her anpassen. Ich habe jetzt einmal diesen Anzug hier. Der nennt sich eckig. Dann habe ich mir überlegt, der sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Der Schal. Und das ist der, den ich zuerst hatte, der Stinger. Und jetzt kann ich mich so gar nicht wirklich entscheiden, aber ich glaube, ich nehme den Schalanzug. Das müssen wir nochmal beim Helmdesign ein bisschen schauen. Ich glaube, wir fahren ja mit Schumacher, der hat einen komplett roten Helm. Hier können wir jetzt das Farbschema leider nicht anpassen. Und dann würde ich sagen, haben wir damit auch unseren Helm. Ja, den nehmen wir. Jetzt haben wir noch Handschuhe, die wir uns aussuchen können. Okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber wir werden hier einfach mal auch den Schal anpassen. So, Handschuhe gehen auch. Dann brauchen wir noch Charakterposen. So verschränkte Arme finde ich immer so ein bisschen unfreundlich. Nehme ich auf gar keinen Fall. Ja, also die Denkerpose. Denken, okay. Podiumsgesten. Haben wir 5 Stück zur Auswahl. Mal gucken, wann wir überhaupt mal aufs Podium kommen. Ach komm, wir nehmen hier Lasst was hören. Oder, ach ich weiß auch nicht, Freudensprung ist auch geil. Hammertime, ja, Hammer oder Hammertime. Pure Freude. Ach, wir nehmen den Freudensprung, fertig. Siegesfunkspruch, was haben wir denn da? Oh, langweilig. Ja, danke, ich brauche noch einen Moment. Nee. Schön, sehr schön. Auch nicht gut. Wir haben es geschafft. Ja, der ist noch am besten. Okay, damit haben wir den Charakter erstellt. Okay, Boss. Es wird Zeit, unser Team an den Start zu bringen. Zuerst müssen wir einen Teamnamen eintragen und ein paar wichtige Partner finden. Kriegen wir hin. Trage zuerst einen Namen ein. Auch nicht wirklich schwer. Steht ja schon im Titel. Wir heißen hier Audi. Willkommen in der Lass Formel 1. Lass uns jetzt unseren Hauptsponsor für die erste Saison wählen. Okay. Bei einigen Sponsoren gibt es eine größere Startsumme im Voraus. Andere zahlen höhere wöchentliche Beiträge. Je besser wir sind, desto schneller erhöht sich unser Anerkennungslevel, was uns mehr Sponsorengelder verschafft. Ja, ist klar. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier gleich Konstrukteursweltmeisterschaft auf Platz 3. Das ist schon hart. Also dazu muss ich natürlich auch regelmäßig in die Punkte fahren und nicht nur Michael Schumacher. 100 Konstrukteurspunkte ist da schon einfacher. Oder 5-mal aufs Podium fahren. Ich glaube, das schafft der Schumacher ganz allein. Ja, wir nehmen mal den Kompass. Ohne Triebwerk kann unser Chassis schlecht fahren. Also kümmern wir uns erstmal darum. Okay. Ein stärkerer und verlässlicherer Motor ist natürlich besser.
Aber pass auf, dass du nicht unser ganzes Geld ausgibst. Ja, das ist das wir Problem. Wir brauchen auch noch was für Personal und Einrichtungen. Ja, und für Schumi. Die Motorenhersteller versorgen dich im Laufe der Saison auch mit kostenlosen Verbesserungen. Oha. Also ich habe jetzt noch nicht durchgerechnet, was wir... Also eigentlich würde ich natürlich gerne den Ferrari-Motor nehmen und ich nehme erstmal den Ferrari-Motor. Fahrer wären wir kein richtiges Team. Also lass uns einen Teamkollegen anheuern. Also ich habe ja noch 10,9 Millionen. Das hier sind die Fahrer, die an unserem Team interessiert sind. Überprüfe ihre Werte und such dir jemanden aus, der gute Resultate liefern könnte. Ja. Und den wir uns auch leisten können. Senna, 9 Millionen. Die Verträge werden regelmäßig erneuert. Das heißt, wenn nötig, haben wir genug Gelegenheiten, jemand anderen unter Vertrag zu nehmen. Ihr wisst ja schon, steht auf dem Thumbnail und auf dem Titel völlig klar, das hier ist eine Michael Schumacher-Karriere. Die können ja, wir uns auch leisten. Diesen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Ja. Wenn du zufrieden bist... Kannst du bestätigen? Ich bin bestätigt. Ja, genau. Jetzt lass uns die Lackierung erstellen, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir ihre Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Ja, die Lackierung. Jetzt wird's spannend. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal eine Lackierung wählen, eine Vorauswahl quasi. So, man hat hier leider nicht, ja, obwohl abstrakt, schwarz-weiß-rot ist aktuell so, wenn ich das Lenkrad drehe. Ah, guck mal, dann können wir uns so ein bisschen... ums Auto rumbewegen. Ja, das ist schon mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch Gas gebe. Ah, guck mal. Gaspedal. Ja, was soll ich sagen? Wie sieht... Ja, also wichtig ist auch für mich die Sicht aus dem Cockpit. Also da hätte ich schon gerne die Farbe schwarz und nicht rot, wenn ich aus dem Cockpit schaue. Also ich würde jetzt das Fahrzeug als erstes mal anpassen. Und so sieht jetzt hier erstmal der erste Audi aus. Also gar nicht so schlecht. Bisschen zu viel Rotanteile, würde ich sagen. Das Weiß oder den Weißanteil sieht man jetzt bei diesem Fahrzeug irgendwie überhaupt nicht so richtig raus. Ha. Ich würde auf jeden Fall den jetzt auch nochmal anpassen, einfach nur um zu schauen, wie das ganze Final aussieht. Ja, okay, der hat jetzt ein bisschen mehr Weißanteil. Allerdings sehe ich da, ja, also im Vergleich zum vorigen, welchen nehmen wir denn da? Ich weiß es noch nicht. Den letzten können wir leider nicht anpassen. Ich passe jetzt auch den hier nochmal an. Ich schaue mir das einfach mal an. Ich passe jetzt alle an. Ja, wir haben uns den dritten mal so ein bisschen angepasst. Gefällt mir jetzt sogar irgendwie... Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Also, okay. Wir haben ein weiteres Fahrzeug hinzugefügt. Auch nicht schlecht. Ich würde sonst den auch gerne nochmal anpassen. Oh, ja. Also im Großen und Ganzen unterscheiden sich jetzt die Fahrzeuge nicht alle so wirklich. Man kann natürlich im Laufe der Saison auch nochmal ein bisschen hin und her wechseln. Aber welcher sieht denn jetzt irgendwie am coolsten aus? Ich würde fast sagen, dass der hier mich am meisten beeindruckt. Wie sieht er denn von hinten aus? Mal schauen. Okay, da haben wir so einen roten Heckspoiler. Ja, okay, also... Ja, so ein roter Frontspoiler, wenn wir aus dem Cockpit rausgucken, sehen wir ein schwarzes Cockpit. Da ich natürlich auch noch eine Ferrari Great Again Karriere starte, ist natürlich wichtig für mich jetzt, dass ich hier nicht zweimal mit komplett roten Fahrzeugen unterwegs bin. Aber ich würde sagen, wir haben erst einmal unser Fahrzeugdesign gefunden. Und so ein Sticker geht aktuell nicht. Persönlicher Sticker brauchen wir auch nicht. Okay, also das sind sowieso jetzt alles keine wirklich schicken Aufkleber weiter. Und zu guter Letzt müssen wir uns noch für ein Teamlogo... und unsere Teamfarben entscheiden. Ja, ich denke mir, die Teamfarben stehen fest und das Teamlogo, das ist halt mega langweilig. Ja, also die Audi-Ringe werden hier wahrscheinlich nicht mit bei sein. Das wäre natürlich sehr viel Zufall. Ja, sonst so ein A. Guck mal, so ein A wäre gar nicht so schlecht für Audi. Oder wir nehmen das Q. Aber dann müssten wir unser Fahrzeug eigentlich gelb lackieren. Aber nee, das machen wir nochmal in einer extra Karriere. Ich nehme jetzt tatsächlich das A. Ja, hier sind noch ein paar gesperrte Logos. Schade, dass man sich nicht sein eigenes Design kann. Von den Farben her würde ich es jetzt sogar genauso lassen. Also das sah ja eigentlich schon mal ganz nice aus. Das würde ich hier vom Stil nochmal... Oh, lassen wir mal das Einfache. Okay, das Logo haben wir auch. Vom anderen Design kopieren. Ach nee, warte. Also, okay, so soll das bleiben. Oh, das hat funktioniert. Jetzt haben wir nochmal die Teamfarben. Da haben wir quasi unser Schwarz-Weiß-Rot. Ja, das Rot, das hatte ich so ein bisschen mehr so auf 110. Sättigung voll rein. Ansonsten würde ich das so lassen. Klasse.
Das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später wieder ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück. Oh. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Weiter. Hallo Leute, willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe von Paddock Pass. Wir sind hier im Hauptquartier des neuesten Formel-1-Teams und bekommen gleich einen exklusiven Einblick auf das, womit Sie den Sport bereichern wollen. Es ist immer spannend, ein neues Team im Feld zu begrüßen. Dieses Mal ist es jedoch etwas ganz Besonderes, da die Autos dieses Jahr völlig anders aussehen. Ja, die lange erwarteten neuen Reglements sind endlich da und mit ihnen beginnt eine neue Ära der Formel 1. Die Saison 2022 bringt einen Richtungswechsel in den Regeln. Mit den neuen Aero-Extras in Form der geschwungenen Front- und Heckflügel sowie den neuen attraktiven 18 Zoll Niedrigprofilreifen soll für spannendere Rad-an-Rad-Rennen gesorgt werden. Es stellt sich also die Frage, ob sich dieses Team diese Chancen zunutze machen konnte und sich vom Rest des Pulks absetzen wird. Das werden wir schon bald herausfinden, da die neue Saison in den Startlöchern steht. Aber sehen wir uns zuerst die Enthüllung des Autos an, bevor wir den Eigentümer dieses brandneuen Formel-1-Teams kennenlernen. Wir starten gleich in den Grand Prix von Bahrain, aber vorher schauen wir uns noch mal ein wenig um. Wir haben jetzt noch 900.000, also nicht wirklich viel, wir sind das zweitstärkste Team in der Formel 1. Und das ist natürlich als Newcomer mega krass, aber wie gesagt, um Schumacher spielen und haben zu können, musste ich das jetzt so machen. Wir könnten uns natürlich noch ein paar weitere Sponsoren dazu holen. Verdiene 3 Konstrukteursmeisterschaftspunkte an einem Wochenende. Okay, also den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit auf. Ich meine, das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ist auf jeden Fall mal so ganz nett. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal Entwicklungsfeedback fördern. 250.000 kostet das Ganze. Eine Leistungsanalyse nehmen wir direkt auch nochmal mit. Ja, dieser Social-Media-Scheiß, das... Ach egal, komm, nehmen wir auch mit. Ich hau das Geld erstmal raus. Ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht noch für was anderes brauchen könnten. Ja, Fahrermarkt, wir haben auf jeden Fall den besten Fahrer aller Zeiten mit Michael Schumacher, 95er Wertung, Hamilton 94. Max Verstappen hat auch eine 94, also mit dem besten Fahrzeug sollte Michael Schumacher jedes Rennen gewinnen. Bei den Finanzen, okay, hier könnten wir jetzt nochmal wieder alles anpassen, aber das haben wir ja auch eben schon mal gemacht. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal herausfinden, wo genau wir welche Stärken und Schwächen haben. In der Aerodynamik sind wir auf Platz 4. Okay, erstmal nice zu wissen. Beim Chassis sind wir auf Platz 3. Beim Antrieb, da müssten wir eigentlich ganz weit vorne sein. Da haben wir den... Oh, Alter, warum haben wir so einen krassen... Ja, wir haben halt einen Audi-Motor eigentlich. Und jetzt natürlich nochmal Strapazierfähigkeit. Wo stehen wir denn da? Auf Platz 1. What? Okay, also völlig klar, wir werden jetzt erstmal was an der Aerodynamik verbessern. Ja, die Frage ist natürlich, womit fangen wir an? Ja, beim Abtrieb würde ich tatsächlich anfangen. Wir nehmen diese komischen Dinge auf jeden Fall erstmal 8 Tage dauert das Ganze. Mehr Ressourcenpunkte haben wir leider aktuell nicht. Ach verdammt, hier hätte ich auch nochmal Geld raushauen können in der Bauzeit, in der Aerodynamik. Ja, hier in der Chassisabteilung. Oh, geil. Personal, Triebwerk. Wie geil ist das denn? Und Marketing, was? Strapazierfähigkeit. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig nice aus. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch den ein oder anderen Euro verdienen werden, damit wir hier nochmal einiges mehr reinstecken können. Aber mit Michael Schumacher im Team sollte das ganz gut funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob das beim Vorgänger Formel 1 auch schon ging. Auf jeden Fall können wir jetzt Aktivitäten festlegen. Und zwar können wir jetzt hier so eine Pressetour machen, Warenverkauf. Man sieht auch unten immer direkt, was das bringt. Also Warenverkauf 1,5 Millionen. Hier holen wir uns Ressourcenpunkte. Ja, Fahrertrainingslager auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt so, was, womit fängt man an? Also völlig klar, wir müssen natürlich erst nochmal ein bisschen Geld ranholen. Dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal ein paar Ressourcenpunkte ran bis zum 13. Und dann ist auch schon das Rennwochenende. Okay, also damit haben wir das auch nochmal so ein bisschen verplant. Und dann mal schauen, was jetzt noch passiert. Ah, sehr schön. Okay, also wir haben da so... okay. Wir sind jetzt in der Lage, einen neuen Sponsoren für das Team zu gewinnen. Ja. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, wen wir kontaktieren sollen. Ja, aber vorher will ich natürlich nochmal im F&E hier nochmal ein paar Sachen raushauen. Ah, Aerodynamik. Können wir da nochmal was verbessern? Wir haben auf jeden Fall schon mal was fertiggestellt und wir haben genau 800 Punkte in 10 Tagen. Ah, das ist leider nicht mehr bis Bahrain fertig, aber bis Saudi-Arabien ist jetzt auf Platz 2, das zweite Rennen der Saison. Okay. So, und zwar, ja, einen neuen Sponsor. Was nehmen wir denn da? Fahre die schnellste Runde in einem Rennen. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Ach komm, wir riskieren das einfach. Schnellste Rennrunde schaffen wir. Und jetzt können wir noch 2,17 Millionen raushauen. Ach so, bei der Herstellung haben wir schon voll entwickelt. Alter, was kostet ein Update? 8 Millionen, 12 Millionen? Wie sind die denn drauf? Alter, 15 Millionen beim...
10 Millionen, what? Ich dachte, ich kann hier mit meinen 2 Millionchen direkt nochmal so ein bisschen... Nee, das wird nix. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Rennen nach Bahrain. Wir haben natürlich nochmal ein bisschen was bekommen, Schwerpunkt, Aero und so weiter. Und jetzt geht's zum Rennwochenende. Guten Morgen, Boss, Jeff hier. Hi, Jeff. Nochmal danke, dass ich ins Team geholt wurde. Hier gibt es viele talentierte Kollegen und ich bin gespannt, was wir so alles erreichen können. Ich auch. Der Weg zum Konstrukteurstitel beginnt hier. Dein Bolide ist bereit, wenn du bereit bist. Ich bin immer bereit. Wichtig ist natürlich erst einmal, dass wir uns die Autoeinstellungen anschauen. Ja, starte mit 7 Kilo. Aerodynamik habe ich 25-25. Also ihr dürft mir gerne bessere Vorschläge mal in die Kommentare schreiben. Differential 75-75. Radaufhängung seht ihr minus 3, minus 1,5, 10 und 35. Ach ne, Aufbau der Radaufhängung. Und jetzt Radaufhängung 6. Überall 75, 60 bei den Bremsen und 23 vorne und 21,5 PSI hinten bei den Reifen. Wie gesagt, dazu gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Wir werden jetzt mal, ja, 5 Runden Rennstrategie. Ich gehe da einfach mal raus mit den harten Reifen. Meine Ergebnisse im Training, Rennstrategie läuft, Reifenmanagement und Qualifikationstempo kriege ich leider irgendwie auch nicht hin. Mal schauen, wie das Ganze sich jetzt in der Qualifikation verhält. Rennen 5 Runden. Ich hoffe, ich kann das gleich auch mal hochstellen, weil 5 Runden sind natürlich ein bisschen langweilig. Aber jetzt erstmal Qualifikation. Und jetzt kommt es drauf an. Die erste Qualifikationsrunde im Audi. No, nein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Och, komm schon, nur eine Scheiße. Na klar, die Runde war Mist. Plus 6,7, Runde 2. Vielleicht läuft es jetzt besser. Runde. Reicht doch. Achso, mit meiner aktuellen Zeit, ja. Oh, ja. Okay. Platz 5. Ah, hinter Tsunoda ist natürlich nicht so wirklich prickelnd. Ja, Michael Schumacher aktuell auf Platz 1. Und wo bin ich denn hingefallen? Auf Platz 11 mit 2 Sekunden Rückstand. What? Okay, da muss ich natürlich sagen, also da muss ich an mir arbeiten. Also das Auto scheint gut zu sein, denn so ein Michael Schumacher fährt da ganz oben. Okay, neuer Satz Reifen, wir gehen nochmal raus. Nächste fliegende Runde, mein Delta direkt erstmal negativ. Naja, mal schauen, was jetzt geht. No, ich hasse diese Kurve, das ist doch nicht zu fassen. Nächster Versuch, ich habe natürlich beschissen reinbeschleunigt, deswegen 800. Nein, oh, diese
Okay, also ich glaube, Michael Schumacher schafft die Pole. Ich bin da felsenfest von überzeugt und ich bin runtergerutscht auf Platz 15. Ja, ich kriege hier heute einfach nicht mehr hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es ja an meinem Setup. Da brauche ich nochmal ein paar Vorschläge. Also im Internet habe ich noch keine besseren Setups gefunden. Spiel ist ja auch gerade erst rausgekommen. Also wieso sollte es da jetzt schon Setups geben, die man sich kopieren kann? Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Michael Schumacher und Carlos Sainz. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Auf Platz 21 bin ich am Ende gelandet. Boah. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ich würde sagen, Zansi, sonst fang doch direkt mal an mit deinen ersten Fragen oder mit deiner ersten Frage. Das war wohl ein Satz mit X, denn das war ja nix. Wird es im Rennen besser laufen? Ja, in der Tat, meine Qualifikation war jetzt nicht die beste. Und ich hoffe natürlich vor allem für mich, dass es im Rennen besser laufen wird. Für mich, muss ich sagen, Platz 2, ganz knapp die Pole Position verpasst. Also wenn der im Rennen nicht mindestens aufs Podest kommt, wird mich das doch schon sehr wundern. Also ja, meine Quali war Mist, die von Michael war richtig gut. Nächste Frage bitte. Michael Schumacher hat mit seinem Comeback sehr überrascht. Ja. Was sagst du dazu? Absolut. Michael hat mit der Qualifikation überrascht. Alleine, dass er jetzt schon wieder, dass er jetzt nochmal Formel 1 fährt, das war doch die Überraschung überhaupt. Dann beim Newcomer-Rennstall Audi, wo ich ja jetzt auch untergekommen bin. Aber dass ich jetzt mit Michael Schumacher zusammen fahren darf im gleichen Team, das ist für mich natürlich ein, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es ist großartig. Es ist, ja, ich freue mich auf die ganze Saison. Ich freue mich auf jeden Tag, den ich hier in diesem Team jetzt genießen kann. Und ja, ich hoffe, ich konnte deine Fragen gut beantworten. Und ja, danke. Das war's dann auch schon. Okay, dann wünsche ich noch viel Spaß. Ja, ein bisschen blöd. Ich kann jetzt die Rennlänge nicht mehr umstellen. Also wir fahren jetzt hier leider fünf Runden. Es ist, ach Mann, warum? Mann, das habe ich echt vergessen vorher einzustellen. Und wir gehen rein ins erste Rennen mit Audi. Okay, der Start war okay für meine Verhältnisse. Ich habe schon ein paar Testrennen gemacht. Und da waren die Starts noch viel, viel schlechter. Haha. Okay, das ist eine... Hoi. Gasly, ne? Der ist auch nicht so ohne. Okay, das hat bis hierher gut funktioniert, Platz 15. Okay. Ich mag vor allem die erste Runde eines Rennens sowieso nicht. Alles so dicht beisammen. Oh, das war sehr... Platz 15, ich bin sehr zufrieden, muss ich nochmal sagen. Oh Scheiße, das kracht doch gleich hier mit Mick Schumacher. Oh ne, okay. Ah, siehst du, da gab es doch eine Berührung, aber alles heil. Ja, außenrum. Das würde ich mir gerne in den Highlights nochmal anschauen. Platz 14 hinter Mick. Top 10 ist möglich.
Oh, das sah nach einem Mercedes aus. Platz 13. Ich darf jetzt einen Schumacher nicht abreißen lassen, weil gleich müsste auch die DRS freigeschaltet werden. Grüne Flagge. So, dicht genug dran bin ich. Aber zu weit weg. Bottas schnellste Runde. DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Das war anders gedacht. Ich bin halt der Anfänger. Ah, scheiße. Nicht gut bekommen hier. Wollte hier eigentlich wieder. Hier kann man aber gut reinstechen in die Kurve. So, und jetzt muss ich im DRS-Bereich bleiben. Oh, das war zu früh geschaltet. Oh. Okay. Wer weiß, dass ich hier nicht angreife. Ja, komm, Mick. Lass mich vorbei. Okay, Abstand. Alter, wie schnell. Ach, der hat auch DRS. 5 Sekunden. Boah, der Break-Test. Junge Mick. Vierte Runde. Ob ich da noch mal rankomme jetzt? Ja, ich bin ja dran, also... No, no, no. Wow. Jetzt bin ich sehr weit weg. Ich glaube, ich hatte zwei schöne Quersteher. Überhaupt nicht gut. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Ich weiß, viel zu... Ah. Mist, jetzt bin ich am DRS raus hier alles. Nicht gut. Okay. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Die will ich auch noch ordentlich zu Ende kriegen. Zwei Sekunden auf Schumacher, auf, nicht mal auf Michael. Sondern auf seinen Sohn. Und noch ein... Okay. Ordentlich. Bin ich jetzt letzter? Ne, die McLaren sind irgendwie noch. Irgendwie weiter hinten. Verdammt. Ah, Punkte waren eh nicht drin. Hahaha. Komm, Alter, vor die McLaren.
der Anfänger. Alle mal Hashtag der Anfänger in die Kommentare schreiben. Hashtag der Anfänger, bitte. Das gibt's doch nicht. Wie sehr kann man das rennen? Naja, gut. Ich meine, die Qualifikation war ja schon... Michael Schumacher gewinnt. Okay. Vorne Hui und Schitt nicht. So, das erste Rennen für Audi wird immerhin beendet. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ja, Michael Schumacher und der Anfänger in einem Team, Alf Buschen. Fahrer des Tages, Michael Schumacher. Genau so habe ich mir das doch vorgestellt. Nach diesem Rennen gibt es ein paar enttäuschte Gesichter an der Boxenmauer. Aber nicht hier, das war ein fantastischer Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. 1:30:1. Michael Schumacher übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also Stefan, wer ist für die Fahrer des Tages? Auf jeden Fall Michael Schumacher. Er hat heute auf der Strecke beeindruckende Leistungen gezeigt. Selbst für seine Verhältnisse. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ja. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ja, ich hätte natürlich gedacht, also erstmal vorweg, dass mein Rennen ein bisschen besser wird nach der Qualifikation. Aber ja, ich würde sagen, Zansi, sonst fang doch mal mit deiner ersten Frage an. Was sagst du zu diesem Rennwochenende? Ja, ich habe ja gerade schon... Ich kann hier immerhin schon mal wieder sitzen und lachen, aber wie gesagt, mein Rennen, ich sag mal so drei Viertel des Rennens war ich zufrieden und das Ende, die letzte Runde war dann einfach Mist. Hat man ja gesehen, wir haben Probleme beim Rausbeschleunigen aus langsamen Kurven. Zumindest habe ich die Probleme für mich und mein Auto mit meiner Abstimmung. Ich habe es nicht rausbekommen aus dem Fahrzeug. Wir sind natürlich am Gucken, am Schauen. Wir werden das hoffentlich bis Saudi-Arabien in den Griff bekommen, wenn nicht dann... bis zum nächsten Wochenende. Aber Michael hat das richtig gut gemacht. Vielleicht kann ich mir da auf jeden Fall nochmal das ein oder andere abschauen. So, nächste Frage. Bist du mit der Teamleistung zufrieden? Ja, natürlich. Also das Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Schon seit Wochen, seit Monaten. Seitdem feststand, dass Audi in die Formel 1 einsteigt. Seitdem feststand, dass Michael Schumacher zu Audi kommt. Seitdem dann auch feststeht oder feststand, dass ich auch dabei sein darf als Fahranfänger quasi in der Formel 1 im Motorsport, war natürlich, es war ein Riesengefühl. Es ist immer noch großartig und ich hoffe natürlich, die Teamleistung war hervorragend. Ich hoffe natürlich, dass wir noch einiges mehr leisten können, vor allem von meiner Seite mit meinem Fahrzeug, mit meiner persönlichen Leistung, dass da noch mehr kommen kann oder kommen wird. Also ich will natürlich sehr an mir arbeiten. Natürlich habe ich mit Michael einen Fahrer, der fährt uns allen um die Ohren. Hat man ja im ersten Rennen gesehen. In der Quali hat es nicht ganz geklappt für die Pole. Aber ja, das Team war hervorragend. Seit Wochen, seit Monaten wird hart gearbeitet in jeder Abteilung. Egal, ob es jetzt Aerodynamik ist oder Chassis oder Motor oder auch Social Media oder die Physiotherapeuten und alle. Alle ziehen an einem Strang, alle haben nur dieses eine Ziel, mit Audi erfolgreich zu sein und gleichzeitig auch noch Spaß zu haben. Und immerhin, der Spaß hat für mich dieses Wochenende sehr gut funktioniert. Und im nächsten Rennen wird auch das Resultat für mich persönlich hoffentlich besser. Das ist gut.
Ist es das gewesen? Ich denke mal schon. Ne? Ansonsten sage ich dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen. Sansi? Okay, super. Vielen Dank für die Antworten. Okay, ja, bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Wir haben deutlich mehr Einnahmen als Betriebskosten. Wir sollten mal schauen, wo es Gelegenheiten gibt, diese Gewinnspanne gut anzulegen. Ja, ja. Okay, wir haben nur 3 Tage Zeit bis zum Grand Prix von Saudi-Arabien. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich gebe mein Bestes. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer ciao, tschüss oder auf Wiedersehen.